gute Unterhaltung mit unserem Pianisten. Bitte sehr. Sie hat einfach nur gesagt, steck mir die Feder hinten rein. Hinten rein, hat sie gesagt. Und dann mach mir einen Teppich für meinen Einlauf. Ich habe gesprochen. Also Hilde, alles was recht ist, aber ich weiß ganz bestimmt, das heißt nicht Hick, sondern Hug. Hug, ich habe gesprochen. Weiser Mann mit den geliehenen Haaren. Wessen Indianer tue ich? Und außerdem spreche Dialekt. Das fängt ja schon gut an. Bin froh, dass ich Haare habe, dann kann ich sie mir wenigstens raufen. Was willst du eigentlich hier? Großes Quar oder wie rufst du dich? Erstens, ich rufe mich nie. Ich bin ja nicht mehr da. Zweitens, man nennt mich Pusteblume. Die Pocahontas von Mainz. Pusteblume, ja? Pusteblume. Bist du sicher Pusteblume? Ja. Nicht Blasebalg. Also ich muss ja sagen, als du reinkamst, habe ich gedacht, da kommt Martha Pfahl. Ja. Was hier, ist das Kriegsbemalt? Ja. Oder willst du dich mal eben über die Kasse ziehen lassen? Ich fass es nicht. Was willst du denn hier? Was ist denn dein Begehr? Mein Begehren ist das große Tamtam der Mokunsia-Indianer in den Monaten des weißen Regens. Du sprichst den Rätsel, großes Wort. Ja. Was heißt denn weißer Regen? Was soll das heißen? Schnee oder was? Ja. Bravo. Bravo. Großer Tamtam? Die Fastnacht? Richtig, richtig. Das sagt das doch gleich. Ja. Und was willst du jetzt hier? Also die Gesänge der Mokunsia-Indianer beim großen Tamtam sind sehr, Oliver Mage. Ja und? Ja, darum will ich unser indianisches Lied und unsere Tänze in das große Mokunsia-Tamtam einführen. Das hat ja auch gerade noch gefehlt, dachte für Tänze. Zum Beispiel bei den Indianern sehr beliebt ist der Tanz der Stinktiere. Und wie geht der? Also es wird mal viel gefeiert und gemanscht, also bei der Comanche. Und dann gibt es gemanschte Bohnen mit viel, viel rohen Zwiebeln. Und dann geht's los? Nein, erst nach 2-3 Stunden intensivsten Ruhen auf dem Bärenfell, dann werden die Töne intensiver und das große Tamtam kann beginnen. Ihr produziert Trommelwirbel ohne Trommel. Richtig. Ja. Wir dürfen nur nicht in der Nähe vom Lagerfeuer tanzen. Darf ich fragen, warum? Wegen Gefahr von Stichflammen. Interessiert dich der Tanz? Soll ich den mal vorlesen? Ja, mein Gott, von mir aus. Bitte. Habt ihr denn genügend Feuerlöscher in der Nähe? Also. Wir tanzen und mit Mokassin stampfen, ohne Trommel, Trommel schlagen, fangen an, die Stink der Tage. Mumbat, Mumbarassa, Mumbat, Mumbarassa, Mumbat, 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 Mumbat,
Trommel, der den Rhythmus bricht. Ist verquinde und geschieden, nichts mit Jane und nichts Fede, macht beim Tanzen groß gezählte. Der Beschützer deiner Lenden, ja? Ja, ja. Das sind ja Namen, du meinst wahrscheinlich den Hüter deiner großen Bärenhöhle. Was? Sag mal, wer war das? Der Beschützer meiner großen ja. Ich bin nicht rausgebracht. Warum? Ich gab mein Indianer irgendwas. Und bei uns Indianer gibt es ein altes Sprichwort, das da lautet: Die Ehre der Indianer ist unantastbar. Das heißt unantastbar, unantastbar. Oder so. Und wo hast du den kleinen Russen kennengelernt? Also, ich habe erst gedacht, die Wand brennt. Aber es war sein Rauchzeichen. Er rauchte mir ein Herz. Dann haben wir jeden Tag zusammen geraucht, also telefoniert. Ein Rauchzeichen, ja. Ja. Du brauchst ja viel Holz von der Hütte. Weil du von deinem Pipi oder Big Bangst oder wie das heißt. Ja, es gibt die ganze Woche zum Ortsgespräch oder Fernsehgespräch. Liebe auf den ersten Qual. Ja. Liebe aufs erste Rauchzeichen. Sag mal, und ihr tanzt und singt den ganzen Tag als Indianer, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ja, ich habe jetzt gerade ein neues Lied geschrieben, wolltest du es gerne mal hören? Naja, das bleibt mir nicht sehr entspannt. Es hängt mein Hüftenhalde im Big Bang. Mein kleiner Rüssel ist in den ewigen Jagdgründen. Oh. Ja, er war mit mir auf Kriegsfahrt und lief mir in mein Tomahawk. Hat er dich so früh verlassen, ja? Hab ich sehr früh verlassen? Na gut, dann hat er ja nicht lange leiden müssen. Habt ihr den kleinen Rüssel? Thank you.
10 ohne Rüssel, eine mit Rüssel. Sagte der mit Rüssel, das ist ein aufgeregter Kerl. Der hat mich letztens gefragt, Mama, sag mal, wie kommen denn die Indianerkinder an ihren Namen? Hab ich gesagt, Kind, das ist ganz einfach, sobald das Baby da ist, öffnet man den Wigwam und was man sieht, gibt den Namen von dem Kind. Deshalb heißt deine ältere Schwester auch gelbe Buddha-Blume. Warum fragst du, kacken der Hund? Mein Vater war Winnetou. Ja. Mein Opa war Winnebon. Ja. Und mein Onkel, das war Winnesrie. Ja. Und die Mutter? Meine Mutter, die war dann Köchin bei den Gesocks-Indianern. Sioux-Indianer hieß sie. Ja, ja, ja. Und mein Onkel war der ist bekannt gewesen unter dem Namen, der mit dem Rolf tanzt. Der sich den Wolf tanzt, heißt. Nein, der mit dem Rolf tanzt. Er war Frauenbeauftragter. Ich wusste gar nicht, dass es in Mainz so viele Indianerstämme gibt. Ja, wir sind alle Mitglieder im Stamm der aufgeschürften Waden. Was sind denn das schon wieder für Namen, aufgeschürfte Waden? Auf Mainzisch heißt es Ritz am Bade. Erzähl den Leuten wenigstens noch, wie ihr euch kennengelernt habt. Das mag ich gerne. Er war ja Apanasche und wollte mich gleich vernaschen. Er suchte nämlich eines Quaff, dann sah er mich und war ganz baff. Er folgte meine Fährte, weil er mich so begehrte. Bis in das nächste Jagdrevier, dann sprach er dann zu mir. Ja, Schnucki, ja, Schnucki. Das ist heute nicht mehr so. Mein Cousin hieß früher Fliegende Adler, der vom Himmel zur Erde stürzte. Der hat sich jetzt umbenannt. Wie heißt der heute? Adi Plums. Lässt du dich nicht verführen, dann werde ich dich skatieren, sprach auch zu mir der gute Mann, weil ich das ausgezeichnet kann. Sag ja zum letzten Male, sonst wirst du Marterpfahle. Gemahner, du Indianer, weib an deinem schönen Leib. Ja, aus Kastell und hat gesagt, doch sein Spruch und du kriegst eins in die Fresse. Aus Kastell? Aus Kastell, ja. Du willst mich wirklich maten? Das sag ich meinem Vater. Wenn ich den Schrein nach Eider komme, dann ist der nächste Woche. Als Häuptling der Apachen, wer dir eine Batschen. Das will ich aber nicht riskieren, drum lass ich mich verführen. Ja, Schnucki, ja, Schnucki. Ja.
Vor Ihnen steht das Bodeweiler Traumduo. Im letzten Jahr stand sie auf der Bühne als Miss Moppel Marple. Was? Und in diesem Jahr als reichste Feder Hildegard Bachmann. Und der alte Mann mit den geliehenen Haaren haben Sie heute Abend schon einmal auf der Nervenbrust als Schlageranalyst erlebt. Er ist ein hervorragender Komponist, ein Autor und natürlich auch ein toller Pianist. Frank Koniszewski! Liebe Hinde, liebe Frank, wunderbar für diesen tollen Vortrag in der Kampagne 2020. Die Hilde, muss ich erzählen, die Hilde hat einen Hamster. Ein Hamster und er heißt Willi. Und den holt sie jeden Morgen auf dem Arm, hat sie den und schmust mit dem und geht dann mit ihm gemeinsam auf die Personenwaage. Und dann vorhin hat sie gesagt, guck zu 160, na du kleiner Schnickel, du hast ja schon wieder 4 Kilo zurückgenommen. Hilde, Gott sei Dank, hört der Hamster. Ich kenne ihn, das sieht aus wie ein Stallhals, gell, bei dir im Shop. Liebe Hilde, herzlichen Dank, lieber Frank, auch dir nochmal. Ah, hier kommt der Fabian, das ist der dritte Küsser von links, mit einem Blumengebinde, vierfach bunt. Ach, so wie es ein paar ganz schwer. Frank, du bist nichts, wenn du die Berliner ziehst, auch bist du heute die Glatzte. Liebe Herren, Sie da schwinden. Hildegard Bachmann und Frank Koniszewski, ganz herzlich zu Dank mit einem Kraftwerk, die Stadt.